Kobolde sind alle tot. So. Wir haben jetzt einen neuen Zauber. Den Wirbelsturm der Viper. Und den werde ich teilweise sogar mal einsetzen. Weil der ist recht mächtig, wie ich mir habe sagen lassen. Irgendwann mal. Letztendlich habe ich ihn noch nie großartig benutzt. Weil ich ihn halt nie wirklich gebraucht habe. Und ich nie wirklich mit Zaubern gespielt habe. Aber ich will ja auch ein paar welche benutzen. Von daher probieren wir ihn einfach mal ein bisschen aus. So. Damit habe ich erstmal dieses Gebiet ebenfalls abgeschlossen. Unsere angeschlagenen Kräfte können wir ja mit der Zeit regenerieren. So ein bisschen. Ich muss da jetzt nicht unbedingt irgendwelche Heiltränke schlucken. Oder Mana-Tränke. Das wird sich ja mit der Zeit sowieso ausgleichen. Mit dem nächsten Level-Up haben wir eh es auch noch geschafft, dass ich dann die Tränke verstärkt habe. Das heißt, ab dem nächsten Level brauche ich kaum noch Tränke. Also ich brauche ja jetzt schon kaum Tränke, aber dann brauche ich erst recht kaum Tränke. Das heißt, das Spiel wird nochmal um 180 Grad leichter. So. Dann gucken wir mal, ob Sinnefer jetzt mit uns zufrieden ist. Übrigens wollte ich die ganze Zeit schon mal das erkundet haben hier. Danke. So, also müssen wir nochmal hier rein. Denn wir müssen ja das Messer und die Stimmgabel zu der Fee bringen. Ja. Ja. So. Die Stimmgabel habe ich sogar schon. So, und war das nicht die hier? Ja. Klasse, Malvin. Danke für mein Messer und die Stimmgabel. Jetzt kann ich neue Harfensaiten vorbereiten. Allerdings würde ich auch gerne Gwen einen herzlichen Empfang bereiten. Magst du nicht die neuen Harfensaiten nehmen und die Harfe an der Brücke für mich reparieren? Ich bin sicher, das schaffst du auch noch. Ja, gut. Wie du meinst, also nochmal die Arbeit auf mich abwälzen, faule Feen. Können ja mal nebenbei in unseren Questlog gucken, das habe ich ja in diesem Kapitel noch gar nicht gemacht. Ja, es sieht übrigens so aus. Jetzt muss ich noch die Harfe stimmen und die Saiten anbringen und dann sollte ich eigentlich auch den ersten Abschnitt dieses Gebiets fertig haben. Ja, danach geht's noch weiter. Also, nicht zu voreilig denken. Shakul ist jedenfalls nicht der Endboss dieses Kapitels. So viel kann ich ja schon mal verraten. Ohne zu viel zu spoilern. So, da hinten ist die Harfe. Immer nach Osten. Da. Okay. Dann. Ich habe die Harfe nicht nur repariert, sondern auch gestimmt. Wusste gar nicht, dass das so leicht ist. Naja, du Musikprofi, ich könnte das niemals. Die Harfe funktioniert wieder. Sie ist sogar schon gestimmt. Endlich können wir wieder für Jakul den Brückentroll Harfe spielen. Die Harfe kann wieder gespielt werden. Und da kippt er um. So. Kann ich mit den Feen reden? Scheinbar nicht. So, wir packen einen Punkt auf Konstitution, einen auf Stärke. Oder? Kann ich mit euch reden? Hallo? 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 Ich will mit euch reden! Die süßesten und betörendsten Weisen tönen nun wieder von diesem schier göttlichen Instrument. Okay, ihr wollt nicht mit mir reden. Brückentreu will auch nicht mit mir reden. Gut. Dann bin ich also jetzt hier mit dem Abschnitt fertig. Alle Quests. Ja, jetzt ist auch der Questlog mal wieder leer. Nachdem ich das jetzt geschafft habe.
So. Okay, und dann gehen wir jetzt in den tieferen Wald. Und hier wird's dunkler. Deshalb will ich mal kurz diese Pflanze ausschalten und werde einfach mal Fackeln anmachen. Hoffentlich bringt das irgendwas. Keine Ahnung, ob man jetzt mehr sieht. Wie gesagt, sonst habe ich ja kaum Fackeln an, aber ich glaube, so dunkel ist es auch nicht. Ich weiß nicht, wie es auf YouTube ist. Naja. Hat mir auch keiner was dazu geschrieben, ob es mit Fackeln besser ist. So. Okay. Stirb. Und du auch. Wow. Ich mache schon durch den einen Stärkepunkt mache ich die teilweise One-Hit. Das ist schon ziemlich heftig. Und wenn man jetzt da hinten guckt, das sieht nach giftigem Nebel aus. Was das wohl zu bedeuten hat. Tja, da müssen wir uns wahrscheinlich auch noch drum kümmern. Stirb. Na. Ich kann sie halt leider nicht immer one-hitten, nur wenn ich gritte, wie es aussieht. Okay. Ach, da war eine Pflanze, die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich muss halt jetzt ein bisschen gucken, weil dieses Gebiet ist jetzt der innere Wald. Also mit anderen Worten, das Gebiet, wo die große Stadt Jelon ist, die schon angepriesen wurde. Außerdem gibt es hier noch einiges anderes zu finden. Wobei das auch nicht so viel ist. Oh, ja, und es gibt Sackgassen. Hurra. Und unüberwindbare Wände. Yay. Muss man halt drum rumlaufen. Hier kann ich auch nicht durchspringen. Ich glaube an die Lebenskristalle. Danke. Immer diese Umwege. So, wo bin ich jetzt da? Das ist doch nicht wahr. Jedes Mal, wenn ich eine Aufnahme mache, fährt irgendwo ein Krankenwagen vor meiner Haustür vorbei. Ist das denn normal? Oh. Nee, ernsthaft. Das ist doch nicht mehr lustig. Ich weiß nicht, ob man das in LPs hört, aber ich bin der LP, bei dem immer die Krankenwagen vorbeifahren. So sieht übrigens der Wirbelsturm der Viper aus. Verbraucht ganz schön viel Mana, wie ich gerade gesehen habe. Du hast eine Waffe? Oh, dann hilf mir bitte. Ich bin Sarina, die Gehilfin von Dahlia, der Meisterin des Frühlings. Ich hatte hier draußen im Wald zu tun und habe die Zeit ganz vergessen. Dann habe ich mich an einen Strauch verletzt und kann deshalb nicht fliegen. Jetzt muss ich möglichst schnell zu meiner Meisterin zurück. Aber der Weg führt durch diesen Irrgarten, der voll von gemeinen Mantis ist. Bitte verjagt sie für mich, damit ich endlich zurückkehren kann. Ja, mache ich. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Kristalle. Ja, jetzt müssen wir diesen Irrgarten von Mantis säubern. Hilf Sarina. Also, wo sind denn diese ganzen Mantis, die sich hier verkrochen haben? Gott, also zwei Wirbelstürme kriege ich nicht hin. Dafür ist mein Mana doch zu gering. Einer reicht schon, um mich komplett auszunocken. Das sah irgendwie so aus, als hätten die Funken gerade irgendwas bewirkt, die man schießt, wenn man die Zauber macht. Aber nee, das lag einfach nur daran, dass der Mantis gesprungen ist. Okay. Ha. Hält aber kurz, dieser Wirbelsturm. Naja. Stirb! Du auch. Ja, genau du, blöde Pflanze. So, hier ist noch ein Mantis. In dem der Abschnitt ist auch ein Mantis. Da muss ich auch irgendwie rankommen. Und hier ist auch einer. Stirb! Yay! Okay, da komme ich hier rein. Und dann ist der dort. Ha! So. Mal sehen. Gibt es noch irgendwo einen, den ich bisher nicht gesehen habe? Ja, da hinten ist noch einer. Zwei. Okay. So.
Ich habe da immer noch ein Gebiet des Labyrinths nicht erkundet. Demzufolge wird da wahrscheinlich sich noch einer verstecken. Wow, stirb. Na? Oder habe ich alle erledigt? Ne, da ist einer. Ich sehe ihn durch die Hecke. Ich sehe dich. So, geschafft. Der Irrgarten ist jetzt wieder sicher. Perfekt. Dann gehen wir mal hier raus und reden mit ihr. Du bist wirklich ein toller Kämpfer. Jetzt kann ich endlich zu Dalia zurück und meine Wunden versorgen. Nimm diesen Kuss als Dank und pass gut auf dich auf. Und falls du meine Herrin Dalia einmal besuchen solltest, da bin ich mir sicher, dass sie dir auch gerne einen Gefallen tun wird. Okay. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt nur noch mal durch das Labyrinth durch, um auf die andere Seite zu kommen. Und zwar hierhin. Genau. Denn hier gibt es wieder eine dieser tollen Einrichtungen für Feen. Allerdings ist das nicht Yelon. Nein, nein. Yelon kommt noch. Denn das hier ist eben die, von der die Fee gerade geredet hat. Nämlich... Hallo Melvin, schön dich zu treffen. Mein Name ist Dalia und ich bin die Meisterin des Frühlings. Sarina, meine Gehilfin, kann nicht durch den Irrgarten. Ich würde ja selber gern losgehen, um ihr zu helfen. Doch meine Kräfte schwinden durch die Nähe des Flussvergifters. Könntest du ihr nicht helfen? Ich würde mich freuen, dich danach wiederzusehen. Hallo Melvin, natürlich kann ich mich an mein Versprechen erinnern. Für deine Mühen und weil du meine treue Gehilfin Sarina gerettet hast, gebe ich dir eine meiner Frühlingsblumen und dazu noch dieses Amulett der Magie. Es verstärkt alle deine magischen Sprüche. Somit wirst du nun ein noch mächtigerer Zauberer. Beeile dich, Melvin, denn du bist unsere letzte Hoffnung. Okay. Das Amulett der Magie können wir mal ausrüsten. Das wäre dieses hier. Werte Zaubersprüche auf. Damit sind jetzt alle unsere Zaubersprüche stärker. So, jedenfalls, ja, die äußeren Bücher sind mal wieder nicht lesbar. Deswegen müssen wir uns noch um die inneren Bücher kümmern. Kobolde und Gorgors. Auszüge aus einer Studie. Möchtest du erfahren, wie diese beiden so unterschiedlichen Rassen eint? Okay. Im Feenwald gibt es schon immer Kobolde, die dort ihren Schabernack und Unwesen treiben. Seit vor wenigen Mondenzyklen aber der Flussvergifter in den Feenwald zurückgekehrt ist, sind alle Orten seinen zerstörerischen Einfluss geltend macht, sind auch die Kobolde wesentlich aggressiver geworden. Hatten sie früher eher planlos und zufällig andere Wesen des Waldes belästigt? So haben sie sich inzwischen regelrecht nach militärischem Vorbild organisiert, sogar ein Fort gebaut und greifen gezielt fremden Feen gleichermaßen an. Auch attackieren sie inzwischen die Gegner nicht mehr allein, sondern kommen auf riesigen Gorgors beritten daher. Die Anführer der Koboldstämme erkannten schon früh das Potenzial dieser riesigen, aber eigentlich gutmütigen Wesen. Von klein auf erziehen sie die Gorgors nun in berserkerhaften Kampfmaschinen, die alles zertrampeln und zerstampfen, was ihnen in die Quere kommt. Schafft man es tatsächlich, diese turmhohen Geschöpfe zu Fall zu bringen, springt der Koboldretter herab und greift rigoros mit seinem Speer an. Zusammen scheinen diese Gegner fast unschlagbar. Exakt dieser Text stand übrigens auch in der Spielbeschreibung. Aufzeichnung des letzten Frühlingsorakels. Möchtest du wissen, was dem Feenwald bevorsteht? Natürlich. Vor langer, langer Zeit, noch bevor wir Feen uns hier richtig angesiedelt hatten, hat schon einmal eine böse Kreatur das gesamte Leben des Waldes auszulöschen gedroht. Niemand weiß mehr, was damals genau geschah, aber in den historischen und mythologischen Aufzeichnungen aus dieser Zeit gibt es viele Hinweise darauf. So muss es zu diesen Zeiten einen großen Krieg auf Gotos gegeben haben.
Und es gibt auch Hinweise auf einen Flussvergifter. Laut den Überlieferungen war er scheinbar einer der mächtigsten und gemeinsten Gegner dieser Zeit. Und nun, so scheint es, kommt er zurück. Und mit ihm kamen all diese widerlichen Biester, die inzwischen den Wald unsicher machen. Aber das Frühlingsorakel hat uns auf die Ankunft eines jungen, wagemutigen Helden angekündigt, der vielleicht die Chance eine Chance haben wird, das Böse aus dem Wald zu vertreiben. Denn dieser junge Fremde trägt nicht nur die Agilität der Jugend in der Zukunft in sich, sondern auch die Weisheit längst vergangener Generationen. Ups, da habe ich versehentlich einen Wirbelsturm entfacht. Die Symbole der Feen und der Bienen, die Symbiose der Feen und der Bienen, möchtest du wissen, was beide Völker verbindet? Ja. Hier im Wald sind Bienen und die Feen schon vor unzähligen Mondzyklen eine sehr gut funktionierende Lebensgemeinschaft eingegangen, da die Feen über keinerlei Waffen oder Zauber zu ihrer Verteidigung verfügen und auf den Erzmagus als ihren alleinigen Beschützer wenig Verlass ist, haben die Meisterin der Jahreszeiten und Sinnefer, die damals Prinzessin war, nach einer Möglichkeit gesucht, sich jederzeit auch im Flug verteidigen zu können. Gemeinsam hatten sie die Idee mit den Bienen. Das Bienenvolk brauchte ohnehin geschützte Orte als Brutstätten und reichhaltige Blumengärten, um sich ungestört der Honigherstellung hingeben zu können, was ihnen die Feen leicht bieten konnten. So haben die Feen den Bienen spezielle Bienenkörbe geflochten und es ihnen in Jelon und Zajelon so annehmlich wie möglich gemacht. Im Gegenzug haben die Bienen und ihre etwas aggressiveren Kolleginnen die Wespen sich bereit erklärt, jederzeit sofort auszuschwärmen, wenn sich eine Fee in Gefahr befindet und gegen einen Angreifer verteidigt werden muss. Außerdem versorgen sie noch ganz nebenbei Stadt und Dorf mit leckersten Honig. Echtes Teamwork sozusagen. Ah ja. Gut. Genug gelesen für dieses Haus, sag ich mal. Und nun geht es weiter in diesem Wald. Ich habe ihn auch schon fast komplett erkundet, diesen Abschnitt. Aber es steht auch einiges aus. Zum einen hätten wir da noch eventuelle Gegner. Ich weiß nicht, ob jetzt noch Gegner kommen, aber ich bin eigentlich sehr zuverlässig, dass noch ein paar Gegner kommen würden. Weil, ja, deswegen. Ah, jetzt habe ich blöderweise diesen einen... Ich werde mich einfach mal kurz hier und dann... Fuck. Ich hatte gehofft, dass ich mehr treffe. Na gut. Okay. Wir tun erstmal uns nicht davon überraschen lassen. So. Spontan fällt mir übrigens ein, dass ich, glaube ich, vergessen habe, einen Goldmünze einzusammeln im Fort der Kobolde. Aber es ist jetzt auch egal. Goldmünze, auf die kommt es nun auch wieder nicht an. Ich habe genug Kreide zu verkaufen. So. Waren das jetzt alle Kobolde hier an der Stelle? Sieht so aus. Hm. Gut. Dann müsste ich jetzt theoretisch... Ach nee, hier sind noch welche. Okay. So, sterbt. Ha, das war mal ein guter Treffer von diesem Wirbelsturm. Wow, da habe ich was ausgerottet. So, das ist halt die beste Einsatzmöglichkeit für diesen Wirbelsturm, wenn man halt wirklich viele Gegner auf einen Fleck hat, die sich am besten gar nicht bewegen können, dann macht man die so fertig. Okay. Habe ich es wenigstens einmal hingekriegt, diesen Wirbelsturm ein bisschen zu nutzen. Ich glaube, das ist hier sonst... Ah, da ist noch ein Kobold. Stirb. So, aber sonst müsste es jetzt hier nichts mehr geben. Hier ist... ein Floß. Wo bringt mich das denn hin?
auf die andere Seite dieses Flusses. Wo scheinbar eine Stadt ist. Und hier ist dieser vergiftete Nebel, mit dem ich wahrscheinlich nicht weiterkomme. So, ich möchte aber erstmal... Es ist wichtig, hier rüber. Und mit diesen hier reden. So, so. Und was willst du denn jetzt von mir? Ich bin der ehrwürdige Wächter dieser Insel hier. Normalerweise dürftest du mich gar nicht sehen können. Du scheinst ein paar mystische Talente zu haben und... Ich rieche, dass du einen frisch gebrochenen Zweig kraftvollen Eichenholzes bei dir hast. Wenn du möchtest, kann ich dir einen Bogen daraus machen. Was hältst du davon? Ja, klingt gut. Natürlich hätte ich gerne einen Bogen. Hier, nimm ruhig den Zweig. Ich bin sehr gespannt. Das ist ja nun dein ganz spezieller Bogen. Glaube mir, es ist eine hervorragende Waffe, die ihre Pfeile schnell und sicher ins anvisierte Ziel sendet. Achte jedoch immer darauf, genügend Pfeile bei dir zu haben. Ich kann dir Pfeile machen. Hier, steck gleich einige ein, damit du den Bogen ausprobieren kannst. Gut. Dann haben wir jetzt Pfeil und Bogen. Eine neue Waffe, die ich jetzt allerdings nicht so oft benutzen werde. Ich kann es hier mal kurz demonstrieren. Das war die falsche Attacke. Da, so schießt mal einen Pfeil. Wir brauchen den. Wir brauchen diese Pfeile auch für bestimmte Aktionen. Also dieser Bogen ist eine Pflichtwaffe. Ohne die würden wir niemals weiterkommen. Aber allgemein müssen wir sowieso alle Waffen und alles einsammeln, weil wir können gar nicht an denen vorbeilaufen. Eigentlich ist jedes Item hier ein Pflicht-Item. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall in diese Stadt und das ist jetzt wirklich Jelon. Na, okay. Denk daran, dass du keine Flügel hast. Du solltest also nie über die Geländer springen. Um von einer Plattform auf die andere zu kommen, kannst du die Seilbahnen benutzen. Man setzt sie in Bewegung, indem man gegen die blauen Glockenblumen schlägt. Okay. Klingt ja hochmodern. Man könnte jetzt also hier gegen diese blauen Glockenblumen schlagen und dann bewegt sich die Seilbahn. Aber das Spiel ist klug genug, dass es auch sagt, hey, ich stelle mich drauf und bewegt sich von selbst. Jo. So, und ich würde halt meinen, dass das hier, diese fliegenden Teile, eher schon Bienen sind als das, was, naja. Egal. Hallo? In ganz Elon gibt es kleine Schilder, die dir die Orientierung erleichtern. Außerdem gibt es auch noch Glockenblumen, mit denen du die Gondeln der kleinen Seilbahnen in Bewegung setzen kannst. Falls du mal keine finden solltest, schieße einfach die Glocke auf der gegenüberliegenden Seite an. Okay. Gut. Nun, ich werde mich jetzt erstmal hier runter begeben. Ich muss in dieser Stadt, das ist jetzt wieder so eine Queststadt. Das kann ich ja schon mal sagen. Wobei, nee, ich gehe noch nicht hier hin. Ich möchte erstmal was anderes machen. Weil dann kann ich die Quest nämlich nebenbei machen. Deswegen gehen wir erst einmal. Hier sieht man übrigens diese kleinen Schilder. Ich weiß nicht, ob man die jetzt gut erkennen kann hier. Ist so ein Bierschild. Das heißt, dass da eine Schenke ist und hier ist so ein Bienenschild und da will ich hin, nämlich zu den Bienen. Bevor ich also alles andere mache, gehe ich erstmal dorthin. Das müsste dann hier sein, nehme ich an. Ah ja, genau, da ist es. So. Hallo Fee, die wie eine Biene aussieht. Oh je, was soll ich denn jetzt nur machen? Ich kümmere mich hier im inneren Wald um unsere Bienenwachen. Aber 5 der am besten ausgebildeten Bienen sind kürzlich in die giftigen Nebel.